So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr wisst, es ist bald Weihnachten, ja, wie man das immer so schön sagt. Weihnachten? Ich werde immer wieder gedisst, als heißt, wie du Weihnachten aussprichst, aber egal. Hat ja nichts mit Wein zu tun, nicht wie die komische Werbung da mit dem Adi, was machst du da? Habt ihr das gesehen? Schon sind wir vom Thema abgelenkt und ich habe letztens eine Verlosung gemacht, da ging es um dieses Bier, dieses Handwerkerbier, ja, das habe ich damals mit ISWO in Karlsruhe, Raum 13, haben wir Bierverkostung gemacht, waren dort, als es eingeführt wurde, ist auf jeden Fall eine Rarität, ist auch schon seit 2019 abgelaufen, trotzdem, weil die bei mir nur rumstehen und wir so tolle Bier-Fans haben in der Community, habe ich gesagt, die zwei Flaschen, die ich habe, werde ich verlosen, ja. Jetzt haben wir da ein Gewinnspiel gemacht, Montag haben wir das aufgelöst und die zwei Flaschen wurden verlost. Gewonnen hat Genaya und Kesto. Die beiden kriegen jeweils eine Flasche, also musste ich mir einen Karton besorgen und musste schauen, dass ich denen das jetzt zuschicke. Ich habe gedacht, was eignet sich da richtig gut? Diese WrestleCrate UK Box, die ich immer bekomme, was aussieht hier wie ein Ring, ne? So Wrestling-Zeugs. Richtig cooler Karton, kann man auf jeden Fall aufheben. Steht ja hier auch alles drin, was man noch mitmachen kann. Man kann eine Katze reintun. Und weil ich davon zwei habe und die nicht so groß sind, aber die so leer aussehen, wenn nur eine Flasche drin ist, habe ich gedacht, wir müssen die Kartons noch ein bisschen füllen. Und was wir in die Kartons noch mit reinpacken, ein für Genaya, ein für Kesto, das möchte ich euch jetzt zeigen. Dazu schiebe ich euch mal hier hoch. Wir packen den ersten Karton auf den Tisch. Wir packen den zweiten Karton auf den Tisch. Und als erstes kommt natürlich eine Flasche Handwerkerbier. Für jeden, denn das war der Preis, das haben die gewonnen. Zack. Dann habe ich mir gedacht, wenn wir gerade schon beim Bier sind, was ist denn mein Lieblingsbier? Natürlich das gute 5-0er Dosenbier, was ich ja eigentlich immer trinke oder gerne trinke. Das muss auf jeden Fall auch mit rein. Das packe ich auch in den Karton. Gleichzeitig, weil ich nicht weiß, ob die das rote 5-0er Dosenbier kennen, mein Onkel immer sagt, trink lieber das schwarze, das ist viel besser. Pack mal noch eine schwarze Dose 5-0er Dosenbier hier rein. Zack, wird dann auch noch hingestellt. Ich soll das nicht vor die Kamera stellen, das ist irgendwie trotzdem ein bisschen blöd. Dann habe ich geguckt, was kommt immer gut. Es ist bald Weihnachten, wie gesagt. Was Süßes vielleicht. Wir packen noch zwei Tafeln Schokolade rein von Milka. Bei jedem, also hier Milka-Schokolade, hier drüben Milka-Schokolade, wird mit reingepackt. Dann habe ich mir gedacht, was ist noch ganz speziell? Meine Lieblingsnudeln, die Samyang Cheese. Pack einfach mal davon was rein. Kesto macht ja auch immer Kesto in der Küche. Da kann er mal so eine Packung Samyang Cheese testen. Mir mal sagen, wie er die findet. Sind auf jeden Fall scharf, also da wird sich Julchen vielleicht besonders freuen über die scharfen Nudeln. Wenn sie die nicht kennt, kann sie ja mal testen, kann mir ja dann mal schreiben, ob sie ihr geschmeckt haben, ob die ihr zu scharf waren. Ich weiß, ist vielleicht nicht ganz so cool für sie, für Kesto vielleicht viel mehr, aber ich finde, die muss man unbedingt kennen. Und wenn wir schon bei den Samyang-Nudeln sind, bei den normalen Cheese, dann wisst ihr, was passt noch besser. Natürlich die Too Spicy, damit ihr wisst, was ich jedes Mal durchmache, was ich jedes Mal erlebe für ein Geschmackserlebnis, für eine Gaumenexplosion. Jeder kriegt also noch ein Tütchen Samyang Too Spicy mit reingepackt. Eins für Kesto, der kann da den Samyang-Test machen oder eine Challenge mit diesen scharfen Nudeln, eine ganze Portion zu essen und für Genaya wirklich halt zum Probieren, aber wenn du einen Löffel nimmst und sagst, oh mein Gott, das geht gar nicht, dann ist es halt so. Würde mich nur mal interessieren, wie du die findest und damit du halt siehst, wie ich mich ernähre, warum ich die so übelst genial finde vom Geschmack und auch eben gleichzeitig von der Schärfe. Dann habe ich noch ein bisschen rumgewühlt. Dann habe ich gedacht, okay, pass auf, du bist in Spendierlaune, wie bei den Marktschreiern. Wir packen noch was rein in den Beutel. So habe ich einmal hier eine Filmbox, guck dir das an. Zwei Ohrhasen, kein Ohrhasen, zwei Ohrküken, Coco W 1 und 2. So eine typische Frauenbox an Filmen. Die habe ich mir damals geholt und dachte, das kann ich ja mal mit einer Dame zusammen abends gemütlich gucken. Die stehen ja auf sowas.
Habe ich nie geguckt. Steht, seitdem ich das gekauft habe, im Regal, nicht angetastet, sind doch aber schöne Filme, ja. Pack ich Shania mal mit rein? Vielleicht ist sie ja Till Schweiger-Fan. Wenn nicht, vielleicht kann sie ja jemand eine Freude damit machen, der Fan von der Reihe ist oder dem Zeug. Bevor die hier rumsteht und verstaubt, packen wir sie lieber einfach mit ein. Und für den Kesto, weil der Kesto ist ja keine Frau, deswegen habe ich gedacht, den packe ich die hier mit rein. Dead Rising, Double Feature, Watchover und Endgame. Muss wohl so ein Zombie-Film sein. Ich im Kaufland damals auch gesehen, habe ich gedacht, cool, kaufst du dir mal, kannst du dir mal angucken, ist bestimmt richtig brutal. Habe ich bisher noch nicht geguckt, habe ich noch kein einziges Mal gesehen. Und bevor ich mir das angucke, gebe ich es lieber dem Kesto. Vielleicht kennt er ja sogar die Videospiele dazu, die ich auch nicht kenne, das aber irgendwie auf Videospielen basiert. Ist also auch ein Double Feature, eine Box, eine böse Box für große Kinder und hier eine süße Box für kleine Mädels. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein bisschen was in eigener Sache. Der Thomas hat gesagt, Ramses packt da hoffentlich ein paar Autogrammkarten mit rein. Jetzt habe ich hier verschiedene Karten, ja. Wir haben einmal die No-Hirn-Records-Karte dabei. Wir haben einmal hier nochmal den Ramses, wenn er wieder auf Enton macht und Kopfschmerzen hat. Wir haben einmal hier mit Maske aus meiner Musikzeit, wie ich da immer so rumgemacht habe. Dann einmal eine Familienpizza und eine Flasche Wein, ne? Weiß ich nicht, was man damit macht. Vielleicht hat man Verwendung dafür, wenn nicht, kann man die auch wegschmeißen. Ne? Hier Werbung für mein Album, ja, was ich damals vor 100.000 Jahren gemacht habe. Dann hier, als ich zu Bloodsports Records kam, da ist das ein bisschen dunkler. Sind auf jeden Fall coole Bilder dabei, aber ich glaube, ihr könnt damit nichts anfangen. Das ist Marc und ich, der lebt leider nicht mehr, aber war einfach mein bester Homie immer. Wir damals auch zusammen immer die Videos gedreht, auch sehr cooles Foto. Nochmal das Logo von Bloodsport Records, wo ich dann die ganze Zeit war. Und noch eine schöne Karte hinterher, da ist auch drauf unterschrieben. Für Shania, Gruß Ramses. Und das Ganze haben wir nochmal für Kesto. Auch mit allen anderen Bildern und Karten hier dabei. Damit da auch Autogramme dabei sind. Eigentlich ist mir das ein bisschen peinlich oder kindisch. Ja, Autogramme, wer bin ich denn? Aber früher haben sich die Leute darüber gefreut. Also, als ich CDs gemacht habe und verkauft habe und Leute wollten Musik von mir haben, wollten die immer Autogramme haben. Konnte ich gar nicht nachvollziehen. Und wenn wir gerade bei Musik und CDs sind, packe ich jedem ganz persönlich noch diese Scheibe rein. MC Ramses Trispalt, ja, ein eingeschweißtes Album, produziert mit Cover, mit Album hin und her, alles CD irgendwie. Selbst wenn ihr kein Hip-Hop, Rap, sonst was hört, lasst die einfach eingeschweißt. Ihr müsst sie nicht mal anhören. Stellt die euch halt ins Regal rein, seht es so an, von eurem Lieblings-YouTuber ein kleines persönliches Geschenk, denn die gibt's nicht offiziell im Laden irgendwo zu kaufen, die gibt's exklusiv nur bei mir. Packe ich hier nochmal mit rein, ist also was Besonderes. Ansonsten, falls ihr wirklich reinhört, wundert euch nicht. Das sind halt Sachen, die habe ich früher einfach so aus Lust und Laune vor mich hin gefreestylt und habe dann den gefreestylten Text im Prinzip abgeschrieben, nachträglich. Und dann mal aufgenommen, weil ich habe gefreestylt immer in mein Handy rein, in die Sprachnotizen. Und dann habe ich mir das angehört, dann habe ich das aufgeschrieben, dann habe ich das mal richtig aufgenommen. Und dieses richtig aufnehmen war dann halt eine bessere Qualität, ja, weil es nicht am Handy aufgenommen war. Aber es ergibt halt keinen Sinn. Das meiste ist total sinnlos, es ergibt keinen Sinn. Es ist total, oh mein Gott, was ist das für ein Schwachsinn. Deshalb aber No Hirn Records, genau. So hat das alles angefangen, wie ich eigentlich zur Musik gekommen bin. Ist also nicht ganz so verbissen. Ist ein bisschen lustig, sind noch Bud Spencer und Terence Hill Skits mit drauf. Es sind englische Lieder drauf, deutsche Lieder drauf, sogar französisch ist was drauf. Also, das wirklich eigentlich so für Hardcore-Fans, sage ich mal, die sich auch für die Anfänge interessieren aus dem Musikgenre. Dann, jetzt ist das Schlimmste. Ich habe dann was gefunden, wo ich dachte, oh mein Gott, das wäre auch noch was für ein Kesto. Das ist hier in diesem Karton drin. Das unterscheidet sich. Bisher war eigentlich immer alles gleich. Jeder hat hier 5-0, jeder hat Nudeln, jeder hat eine CD, gut, jeder hat Filme. Shania 4, Kesto 2, dafür sind seine doppelt so krass. Aber ich habe hier drin diese Hot Chip Challenge. Ich habe damals extra welche gekauft.
Jetzt sollte das eigentlich der Isbo mal machen, hat er nicht. Der Mannshaulwurf macht das auch nicht, keine Ahnung. Oder hat, ich weiß es nicht, ich bin gar nicht, nee, der war doch dabei. Der war doch dabei, als wir das mit dem Wusa gemacht haben. Irgendwie habe ich einen mehr und habe einen übrig und der liegt auch nur bei mir rum. Ich habe die schon gemacht, die Hot Chip Challenge, deswegen wollte ich das dem Kesto noch mit reinpacken für seinen Kanal, dass er da ein paar Videos machen kann, interessante Videos, die wir uns auch angucken können. Und das ist das, was exklusiv für den Kesto noch dabei ist. Einmal die Hot Chip Challenge als richtigen Bonusartikel. Also fehlt was bei Shenaya. Was? Können wir bei Shenaya reinpacken, was auch richtig cool ist und exklusiv für sie? Natürlich eine Dose Faxe. Und zwar das schwarze Faxe mit 10%. Denn sie kennt Faxe, das Weiße mit 5%. Sie kennt Faxe Red Eric mit 6,5 oder 7,5. Nee, 6, irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber sie kennt nicht das schwarze Faxe. Das schwarze Faxe mit 10%. Und ich weiß auch, warum sie das nicht kennt. Ich habe jetzt auch wieder gemerkt, wie schwer es ist, da einfach ranzukommen. Ich habe die damals aus dem Kaufland gehabt. Jetzt bin ich extra los, habe trotzdem bei uns in dem Haus beim Rewe geguckt. Die haben das weiße Faxe, aber kein schwarzes. Führen sie nicht, haben sie nicht, hatten sie noch nie, sagen sie. Jetzt bin ich in Netto gegangen, wegen Faxe. Haben sie keinen Faxe, nicht mal das weiße. Die führen gar keinen Faxe. Habe ich beim Edeka angerufen, habe mich da erkundigt. Edeka sagt auch, und das Weiße haben wir da, das Schwarze haben wir nicht. Das ist, glaube ich, auch immer nur in der Werbung mal oder so mal im Angebot. Also der normale Preis, aber dass es halt dann erst geführt wird. Habe ich gedacht, gut, musst du doch zum Kaufland, auch wenn Kaufland ein Stück weiter ist, rufst du Kaufland an, haben wir nicht da. Das ist immer nur, wenn es Werbung ist. Ansonsten führen wir das nicht im normalen Sortiment. Also, oh mein Gott, ich hatte damals Glück, als ich das gesehen habe. Seitdem kam ich da nicht ran. Sie haben mir den Tipp gegeben, frag mal bei den Tankstellen nach. Auch Crazy O hat gesagt, guck bei den Tankstellen nach. Jetzt habe ich die erste Tankstelle in der Nähe hier angerufen. Faxe haben sie. Weiß, kein schwarzes. Gibt's auch nicht. Nö, haben sie nicht. Aber eine Tankstelle war noch übrig und das war dieselbe Tankstelle wie die erste. Also es war auch eine Oil-Tankstelle. Ich rufe bei der Oil-Tankstelle außerhalb an. Schwarzes Faxe. Ja klar, haben wir hier. Kommst du vorbei? Bin ich da also extra hingefahren und habe eine Dose. Ich musste die letzten Cent zusammenkratzen, die im Portemonnaie waren, weil ich hebe eigentlich nie Geld ab. Ich hebe nie Geld ab, wenn ihr wüsstet, was ich für einen komischen Lifestyle habe, ja, wenn man das so nennen will. Ich bin jetzt nicht so, es ist ja nicht so, dass ich kein Geld habe und jeden Groschen zusammenkratzen muss, aber ich hebe halt einfach keins ab, ja, weil ich irgendwie zu faul bin, auf die Bank zu gehen. Ich habe das halt so hingekriegt irgendwie. Jetzt habe ich 3,74 € bezahlt für diese Dose Faxe, das ist ja richtig brutal. Wie viel kostet bei euch Faxe das normale Weiße? So viel kostet eigentlich auch das Schwarze. Jetzt habe ich 3,74 € bezahlt für das schwarze Faxe. Bin gespannt, was die Shenaya dazu sagt, wie ihr das schmeckt. Ne? Sieht auf jeden Fall stark aus, kann man sich auch ins Regal stellen. So, das war's dann eigentlich, wenn ihr euch das anguckt, was jetzt wirklich alles hier über ist. Ihr habt also 2 Kartons voll. Einen für den Kesto, der bei ihm dann losgeschickt wird. Einen für Shenaya. Das war der Gewinn. Ja, diese Flasche war der Gewinn. Und zusätzlich noch die 5 Nuller, die Faxe, die CD, die Filme, die Schokolade, die Samyang-Nudeln und dieser richtig geile Karton. Guckt euch diesen schönen Karton an, wie genial der aussieht. Wer die WrestleCrate UK Unboxing-Videos gesehen hat, der weiß ja Bescheid. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich muss die Tage auch noch ein Video hochladen, denn das war Shenaya und Kesto. Aber ich habe noch was vor mit Sabrina Spielt, mit Thomas Rothe und mit Pupsi. Auch was Besonderes, auch ein Special, auch wegen Weihnachten. Und euch auch noch mal ein bisschen dazu animieren. Denkt dran, es ist Weihnachten. Bald steht's im Haus. Adi Schatz, oh mein Gott. Guckt's euch an, Adi Schatz. Ja, okay, Adi putzt sich. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Toll.